Ja, wir bauen eine Version, die man in den Boden richtig eingießen kann. Ja, aber wir kommen mit richtig geilen Lösungen für alles. Für Hotel, für Camping, Schwimmbäder, Krankenhäuser, diverseste Einrichtungen, überall, wo geduscht wird. Wir wollen natürlich jetzt fürs Finale alles geben, richtig abliefern. Ja, eine App wird auch gerade fertig. Gerade à la minute. Die zeichnet dann für jeden und jede die Ersparnis direkt auf und man kann die auch schön teilen dann so bei Insta, dies, das. Kann man noch richtig einen rüber polieren. Brauchst dir keine Sorgen machen, man wird nicht so schnell schwerhörig davon. Außenrum nochmal Holz, so 20, 25 cm. 50, 60, 1,10 Meter. Wir haben ein paar Holzplatten zugesägt, dann haben wir noch ein paar Balken zugesägt. Und die schrauben wir jetzt zusammen. Das wird so ein Rahmen, der außenrum geht um die Duschtasse. Und da machen wir dann noch Fliesen drauf. Der Look in 1. Schöne Fliese, schwarze Fliese mit grauer Fuge. Bin gespannt, ob das gut aussieht. Aber ich denke mal schon. Moin, seid ihr auch schon alle wach? Ein paar Tools hier, der Boy. Premiere mit so feinem Zeug. Eine gute Säge. Es wird hier schön gefliest gleich. Und dann, guckt euch das an, braucht man eigentlich gar nichts mehr weiter sagen. Es ist Bodeneinbauversion, schön mit Fliesen. Ich find's geil. Ich schneide jetzt einmal mit der Säge, damit wir nicht so viel Fliesen schneiden müssen. Ja, eine bisschen staubige Sache kommt noch. Ich muss die ja noch zuschneiden. Ne? Geht, ne? Ja, gleich fertig hier mit Fliesekleber. Dann wird gefugt. So, einmal Wasser abmessen hier. 250 Milliliter. Fugenmasse machen. Ja, ich habe mir zum Fugen hier Unterstützung geholt. Frau Fugenmeisterin. Ich weiß auch gar nicht genau, ich glaube, man kann so ein bisschen was drauf lassen, dann trocknet das an und dann kann man den Rest abwischen. Willkommen zum großen Finale. Ja, das war's jetzt auch und ich werde das nachher nochmal abwischen, wenn es dann final getrocknet ist und hier ist jetzt Feierabend.